wir haben wieder Mittwoch, das heißt, es gibt ein weiteres Review von mir, und zwar zum vierten Album der Spanier Balmog, die jetzt am 24. erscheinen wird. Über Dark Seed wird die Vinylveröffentlichung übernehmen, War Anthem die CD und irgendein anderes Label noch eine Tape-Version. Und ja, 9 Songs, 40 Minuten, schon mal zum Rahmenprogramm. Es ist moderner Black Metal. Und ja, wenn man so den Werdegang von Balmog verfolgt hat, so die letzten paar Sachen, so die ersten Alben kenne ich tatsächlich nicht so wirklich, aber die hieß die Vakuum, die mit dem hässlichen Cover, wo der so ein Schädel drauf ist. Die klang schon sehr stark nach Deathspell Omega und ein bisschen Ascension, was die Vocals angeht und dergleichen. Dann kam die letzte EP beim Hammer, irgendwas mit Salt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 18 Minuten, ein Song, 18 Minuten, relativ open-minded, so ein bisschen DSO-Riffing, also ne, der Song ist ein bisschen Charmage, ein bisschen Ambient, ein bisschen Prog. Und ja, jetzt bei dem vierten Album, die Band sagt selber, sie möchte das nicht avantgardistisch, also sie sieht das nicht als ein avantgardistisches oder experimentelles Album, obwohl es doch weitergeht, sondern man hat sich einfach beim Schreiben keine Grenzen gesetzt und versucht, den Horror von Rockbands, sei es The Sisters of Mercy, sei es King Crimson oder Morbid Angel, ja, ins Hier und Jetzt zu transportieren, kann man das so sagen. So ungefähr hat die Band sich bei einem Interview, was ich vorhin noch gelesen hatte. Ja, und das schaffen sie erstaunlich gut. Also wir haben modernen Black Metal à la Deathspell Omega, wir haben paar Basslinien, die so ins Post-Punkige gehen. Wir haben ja schon so ein paar psychedelische, prockige Gitarrenlinien, also Prog-Rock, jetzt nicht Progressive Metal, aber so 70er Jahre progressive Gitarrenlinien. Aber es ist jetzt nicht so krass wie zum Beispiel, also es ist jetzt nicht so weit draußen wie, es geht schon weiter als die bisherigen Veröffentlichungen, was das Eröffnen von Stilgrenzen und so angeht, aber es ist jetzt nicht so weit draußen wie das Debüt von der Band Sweden oder die die letzte Chapel of Disease, die mit dem unendlichen Titel. Auf jeden Fall, so weit geht das dann jetzt nicht raus, aber die Ansätze sind so. Zum Beispiel der Opener nach dem Intro fängt schon sehr rockig an, schon so ein bisschen Gossrock-mäßig. Der Gesang ist auch recht clean. Coole Atmosphäre, hat ein bisschen auch was von den letzten zwei Secrets of the Moon Alben. So dieser Gothic-Vibe, also Absan. Und ja, das passt ganz cool. Der dritte Song ist meiner Meinung nach ein reiner DSO-Song, ziemlich cool. Vor allem der Gesang kommt da echt geil rüber. Im vierten Song, da wird das auch so ein bisschen wieder dieses DSO, also erst fängt das so mit Tempo an und dann kommt so ein Deathly Omega Part, aber darüber ist so eine psychedelische Gitarre, die sich einfach so drüber schwebt über dem Ganzen, so, ne? Also die schwebt da so drüber und das ist ganz cool. Und ja, es ist auch die Ruhepausen, die haben viel so diesen 70er Prog-Rock Psychedelic Vibe in einem Black Metal Sound gewandt. Der letzte Track vorm Outro ist zum Beispiel ein richtig epischer, langer mit 8 Minuten. Die restlichen Songs sind relativ 4 bis 5 Minuten lang. Die Songs sind super komponiert. Spannungsbögen, obwohl sie recht kurz sind, vermisst man nichts. Und ja, es ist ein vielseitiges, abwechslungsreiches Album zwischen Black Metal, Post, Punk, Psychedelic, Rock und Prog-Rock. Aber es ist jetzt nicht so krass drüber wie zum Beispiel, wie gesagt, Sweven oder Chapel of Disease oder Secrets of the Moon. Aber es geht in diese Richtung. Und wenn man auf Deathspell Omega steht, auf Charmage, auf Ascension oder auch
Ne? Oder auch Secrets of the Moon oder auch A Forest of Stars, wenn man das ganze nicht-metallische Instrumentarium sich wegdenkt, also die Flöten und Geigen und was die alle benutzen, dann kommt man schon zu diesem Sound. Und das ist so, wenn ihr darauf steht, ist das ein echt extrem gutes Album. Ich möchte dem nur 8 Punkte geben, einfach weil das so was richtig Überragendes, was richtig Grandioses fehlt noch. Etwas, was wirklich Gänsehaut verursacht. Aber es ist von vorne bis hinten eine sehr starke Platte. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit Balmog, mit den kommenden Werken weitergeht. Weil dieses Werk hat Potenzial, dass man das als Startpunkt für noch etwas Größeres nimmt. Auf jeden Fall bin ich positiv überrascht, so, dass man das so konsequent fortgeführt hat. Und ja, wie gesagt, wer auf die Sun von Secrets of the Moon steht, die letzte Ascension, die Under Aether oder sowas, bitte reinhören. Black Metal, Post-Punk, Psych-Rock und Rock-Rock. Alles düster, alles homogen und es ist ein wirklich gutes Album. Es fehlen halt die alles überragenden Highlights, aber es ist von vorne bis hinten solide komponiert, saustark gespielt. 8 Punkte für die Eve von Balmog. Und wir sehen uns ab Freitag beim nächsten Review zur Door de Doom. Und heute Abend werde ich wieder auf Jukebox Musik spielen. Mal schauen, vielleicht kommt jemand vorbei. Man sieht sich. Ciao.